Und eine wunderschöne Willkommen zurück zu einer weiteren. Oh, ich hab letzte Folge vergessen zu speichern. Save? 15. So. Verschlossen. Oh, hier ist Waschbereich. Ich wollte gerade was sagen, was mir definitiv ganz viele böse Kommentare eingebracht hätte. Und es tut mir nicht leid, aber ich werde es trotzdem nicht sagen. Ich sollte definitiv weniger Hentais schauen. Ich erinnere mich gerade ganz dunkel an diesen Ort. Und das macht mich nicht glücklich. Ah. Kann ich da? Huhu. Hallo Echo. Einfach mal reinpinkeln. Boing. Da ist ein Eingang und da ist ein Eingang. Wo gehen wir zuerst rein? Ich glaube mal, hier blutet es nicht überall. Also gehen wir erstmal hier lang. Achso, hier sind die Duschen. Nee. Gut, dann haben wir, damit haben wir dann schon mal Kleber. Und brauchen also nur noch einen langen Stab. Oder irgendeinen Stab, ist mir auch egal. Aber wäre natürlich geil, wenn es ein langer Stab wäre. Schönes Bild hier. Die Griechen. Ich hab was gesehen. Was ist das? Der sieht so groß aus. Ach so, ist einfach nur so ein Viech. Darum hat das gar nichts gebracht. Was haben wir denn jetzt eingesammelt? Wir haben. Achso, wieder so eine blaue Substanz. Und wir haben sogar eine entsprechende Schatusche dafür. Warum kann man die Schatusche mit Shotgun kombinieren? Was zur Hölle soll dabei rauskommen? Gar nichts. Okay. Ich hatte schon Angst. Ja, ist wahrscheinlich, du kannst diese Shotgun-Patrone wahrscheinlich einfach hinten ran machen. Damit, wenn du Patienten hast, wo das Serum nur ganz schwer in den Körper geht, du quasi einfach die Spritze in seine Haut hämmerst und dann mit einem spitzen Gegenstand auf die Patrone hinten drauf und dann, puh, jetzt schießt die Scheiße einfach in die Vene rein. Let's go. Gut, dann können wir das eigentlich direkt mal, wobei, warte mal kurz. Du warst... Das Grüne war doch auch was Gutes, oder nicht? Achso, ne. Das increase einfach nur Health. Und was war das Blaue? Lowers damage caused by radiation. Ja gut, da haben wir aber mittlerweile 20.000 von diesen Tabletten. Brauchen wir eigentlich ohne mehr. Kann man hier einfach Steroide reinklatschen? Okay, diese. So wie das klingt, sind das eher kleine Tablettchen. Oh, hier ist noch was. Da auch noch was. Gott, was finden wir hier alles für einen Scheiß? Achso, siehst du, die Steine können wieder nach da oben. Oh, wir haben schon 173 jetzt. Nice. Das gefällt mir. Was waren nochmal die anderen Sachen? Provides a Stamina Boost. Dafür haben wir unsere Energy Drinks. Da haben wir mehr als genug von. A very filling meal.
Aber wie heavy ist heavy? Einmal komplett? Das wäre schon geil. Das ist halt doch hier die Frage, ne? Ist das hier auch, ne? Hier ist ja halt auch Inquiself. Die Frage ist, wie weit? Wieso haben wir doch unseren Sprengsatz? Den haben wir doch benutzt gehabt. Wir hatten doch die eine Wand aufgesprengt gehabt. Wieso haben wir das Ding noch? Habe ich irgendwann mal noch eine aufgesammelt, ohne es gemerkt zu haben? Ich bin gerade Betonung auf ein bisschen verwirrt. Adrenalin haben wir. Radiation. Und das ist diese Wunderspritze. Keine Ahnung, ob wir die mal benutzen. Wenn ich da nie dran denke, so. Ich mag die mal nach da unten. Lowers Damage by Bleeding. Das ist einfach Stimpack. Adrenalin ist halt auch schon ganz praktisch. Ich mache einfach mal eine von diesen grünen. Let's go. Easy. Nun, wenn wir alle sterben. Oder so ähnlich. So. Dann geht's jetzt in den Raum mit dem Blut. Ich hab sowas von keinem Bock. Oh mein Gott. Hier auch überall diese Gesichter. Ach ja, hier war noch so ein Raum. War noch ein Bad neben dem Bad. Ah ja, komm ruhig her, komm ruhig her. Ja, ich glaube, von dem waren mehrere in dem Raum drin. Hat sich die erste schon aufgehangen? So schnell? Mit euer Pathfinding ist halt echt Katastrophe, ne? Ich glaube mich hier, in jeder Ecke war einer. Bei den Händen ist keiner. Da ist irgendwas. Ah ne, ist eine Statue. Da hinten ist einer. Da hinten ist auch einer. Ja, komm her. Digga, deren Pathfinding ist halt echt eine Sache für sich, ne? Die laufen hier an Orten rum, wo die überhaupt nicht hingehören. Hey, bleib. Lass dich gefälligst töten, Junge. Nur dafür bist du da. So. Hätten wir das mal geklärt hier. Hat irgendwas Sinnvolles gedroppt? Ja, keine Ahnung. So viele Köpfe, Alter. Wow, Alter, hier. Oh, gut, hier ist mit der Taschenlampe gar nicht benutzbar. Das sind ja... Oh, das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte nur das Licht ausschalten. Ein bisschen Scrap Metal. Das Witzige ist, das Umschauen geht sogar. Nur sobald ich mich halt bewege. Aber es ist auch nicht so, wie als wenn die Framerate irgendwie low wäre, sondern es ist eher so, wie als wenn er mich immer wieder zurücksetzt. Weil die sind immer noch 60 FPS, aber ich stocker im Spiel quasi. Wisst ihr, wie ich meine?
Ob man hier wohl irgendwas machen muss? Weil ich glaube, bei irgendeinem Spiel, ich weiß halt nicht mehr, ob das Spiel war, konnte man hier irgendwas mitmachen. Oder war das ein anderes Spiel? Ah ne, es war My House. So eine andere Doom 2 Ward. So, da hinten ist wieder Bäder. Da gehe ich immer gerne rein. Ist das hier die Frauendusche oder... Ich frage für einen Freund, wisst ihr? Oh Gott, Alter. Okay, das sind doch keine Bäder. Oder die sehen einfach nur ein bisschen anders aus. Okay. Ich bin gewappnet. Tätät. Da alle hol. Da liegen ein paar Pfeile rum. Danke. Da ist ein Monster. Da ist eine... hier sag schon, eine Spritze. Kommst du, Papi? Oh, wieder deine Leere. Nice. Dann können wir die jetzt nochmal mit dem Blauen kombinieren. Perfekt. Just perfekt. Ich hätte nur gerne mal wieder so ein Paul. Also hier so ein langen Stab. Wie ist denn das die Möglichkeit? Oh man, Nackbeim. Warum sind hier zwei so Säulen links und rechts? Gutchen. Nochmal mehr. Jetzt haben wir schon 9 davon. Kann sein, dass wir immer 3 finden mit einmal. Noch eine Leere? Alter, was ist hier für eine Dings? So viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Ich glaube, ich sammle die erstmal. Vielleicht finden wir später noch irgendwelche anderen Dinger. Okay, das Dead End. Hier ist auch Dead End. Ach, das ist der Robin, die wir von dem Weg nach draußen gesehen haben. Und da hinten haben wir Monster. Und wir haben noch eine neue Dose. Nice. So, kommen wir nach da. Ah, geht okay. Alles super Hintern weh. Gut, ich nehme jetzt auch schon seit 1, 2, 3, 4. Seit 4 Stunden mindestens auf. Nein, verdammt. Oh verdammt! Nein, hau doch! Hau doch! Junge, hau doch zu! Er haut dich zu und wenn er mal zuhaut, trifft er jedes zweite Mal daneben. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß, konnte man wieder hoch machen. Ich glaube, man konnte jetzt sogar wieder hoch. Oder auch nicht. Gut, you know what? Wie ich ihn weggefickt habe.
Alter, nein! Verdammt. Hat er mich echt nochmal erwischt. Was? Ein Arsch. So, dann habe ich hier schon mal die Tür geöffnet. Das heißt, wir können an der Stelle auch dann wieder raus. Weißt du was? Ich nehme gleich mal dieses Alkohol. Ach nee, war nur die leere Flaschen. Never mind. Ich dachte, es war Alkohol. Da liegen noch viele Sachen rum. Achso, ja. Alles darf das noch nicht brauchen. Why? Warum? Warum hast du das getan? Oh, ich glaube, das hier ist der Raum, wo ich meinte, ja. Oder nein? Kann sein, dass es doch noch nicht der Raum ist, wo ich dachte, dass es der Raum ist. Kann ich hier nicht rüber? Doch, doch, das ist der Raum. Ja, der mit den ganz vielen Frauen. Ich meine, ich mag normalerweise, wenn ich von vielen Frauen gehe, wenn es sehr gut geht, aber bitte nicht, wenn sie alle explodieren. Das ist dann doch ein wenig irritierend. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ich habe um Teufel rauskommen bisher noch keinen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Das heißt, ich werde dem Ganzen hier in-game, ich sag mal, eine Folge Zeit geben. Und wenn ich eine Folge lang komplett feststecke und nicht weiß, was ich machen soll, dann werden wir bisschen cheaten, indem ich mir einfach mal God-Mode gebe und auf die, also sie auf mich zukommen lasse, sodass sie halt explodieren. Oh, auch nicht, die Viecher schon wieder. Wobei, die können wir auch relativ gut mit den Steinen besiegen, ne? Ich glaube, die können wir auch relativ gut mit den Steinen in Schacht halten. Ja, einfach dran vorbeigeflogen. Wie die beiden nebeneinander liegen, wie süß. Oh. Euch beide noch eine wunderschöne Zeit. Ich gehe mal langsam weiter. Kann ich auch wieder die Kamera aufstellen? So, das können wir gleich benutzen. Die Steine sind wieder bei den Steinen. Alles Paletti. Das war's. Genau, mehr brauche ich nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt zu verfahren haben. Also hier die Tür waren alle zu, ne? Haben wir geguckt? Okay. So, das heißt, hier geht's erstmal, hier ist alles zu. Das ist ganz praktisch. Hier geht's nicht weiter. Okay. Okay, gut. Nicht, dass es hier vollständig verlaufen. Hier war gar nichts. Gucken wir mal hier die Tür. Okay, sind auch alle zu. So verwirrend. Ist ja bisher relativ übersichtlich. Gibt es einen Weg? So, wir haben. Achso, hier nochmal Stimpack eingesammelt. Gut.
Was? Au. Oh. Nein. Du kleines Monster. Kurz, lass auf, lass auf, lass auf. So, ja, und let's go. Nein! Wie konnte er daneben treffen? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Was nehmen wir da? Medikisten aber keine mehr. Dann nehmen wir das. So, um den Hunger zu bekämpfen, nehmen wir das. Perfekt. Perfekt. Just perfekt. Ah, guck mal. Haben wir wieder was von dem Grünzeug. Dann können wir damit doch hier die Spritze bespritzen. Ich geh mal rein da. Mal Nackholm. Bam. Yeah. Nochmal so eine wunderschöne Miracle Drugs. Das sind die schönsten Drogen. Weil ich einfach überhaupt nicht weiß, was passiert. Let's go. Spritzt mir ja so viel, wie bis meine Venen platzen oder sowas. I don't know. Digga, ich will alles und noch mehr. Da ist was. Oh. Nochmal ein kleiner Hammer. Ja. Ach nee, das ist ein normaler Hammer. Na ja, gut, nee, die haben überhaupt keine Stärke. Guck mal hier, 28, 140. Und die hat nur 21 und hat gar keinen Secondary Damage. Also. Ne, das kann direkt wieder weg. Die 4 Pfund sind mir 4 Pfund zu schade. Wobei ich merke gerade, irgendwas ist gerade schon runter. Scheiß jemand dann. Brauchen Träger wieder einen Stock. Gut, dann nehme ich das Ding erstmal mit sicherheitshalber als Backup. I don't know. Was? Ist gelockt? Hä, wo geht's denn weiter? Hä? Achso, ich muss erstmal zur oberen Etage. Oh. Oh. Oh, das ist aber nicht so gut. Ich würde dann tatsächlich doch erstmal nochmal rausgehen in den Innenhof. Und mir dort mal einen Stock suchen. Weil ich habe keinen Bock auf diesen Hammer. Ganz ehrlich, das ist ja... Das ist ja ein richtiger Downgrade. Oh, die erste Änderung ist durch. So, können wir hier irgendwas abladen? Ich würde zum Beispiel den Hammer tatsächlich einfach hier abladen. Ich weiß nicht warum, aber... So, ich glaube, wir hatten hier hinten noch einen Stock gehabt, ne? Ach ne, war nur Kleber. Oh, jetzt noch. Spritze, völlig übersehen. Leute, schnell, ich brauche einen Stock. Kein Stock hier nirgendwo? Ist doch nicht wahr. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen auch erstmal hier in einen von den beiden Türen rein, weil wie gesagt, bei der Tür bleibt bloß noch oben das mit diesem komischen
sehr explosiven Frauen. Wo ich nicht genau weiß, was wir da machen sollen. Ich nehme tatsächlich doch mal hier die Harpune mit. Einfach weil die Gegner doch ganz schön mächtig sind. Und vor allem halt unsere eigentliche Angriffswaffe schon ganz schön ramponiert ist. Okay. Dann wählen wir doch mal. Ich meine, wir haben hier ordentlich Munition mit der Waffe. Eigentlich brauchen wir fast nichts anderes mehr. Vor allem sind wir damit wieder fast beim Max-Wert, ne? 180, also 179 von 180. Ne, ich glaube, ich lasse die Harpune einfach liegen. Das ist mir nichts. Nein, nicht die Äpfel. Junge, ich hole dich gleich. So, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwo mal einen kleinen Stock finden. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja. Was auch immer uns hinter dieser Tür erwartet. So, jetzt mal wieder richtig speichern hier. Safe Game. So. Ja, dann bis zur nächsten Folge.